Helge Schneider. Wie hasse ich diesen Namen? Ich wäre beinahe eingeschlafen. Es ist eine furchtbare Luft hier. Das stinkt hier vielleicht, aber naja, ist egal. Kann man nichts machen. Na, wo war ich stehen geblieben? Hier. Ne? Leute fragen mich immer, warum ich gerne lustig bin. Ich weiß gar nicht, was daran lustig ist. Runter! Ich bin der Kasperle. Und das ist der Grund dafür, dass ich hier für euch den Affen machen muss. Deine beiden Möpse hingen lustig übers Balkongeländer gelehnt. Sie schnappten nach den Hüten der Passanten. So, ich singe erstmal 20 meiner wertesten Lieder runter. Von Katze Klobis, es gibt Reis über Fitzefatze und Mensch. Darben, darb, darben, darb. Ich will frei sein. Ich will frei sein. Frei an den Grenzen. Sind nur Träume aus Stein. Mauern zerstören. Wo sie nicht hingehören. Trag sie ab. Stein für Stein. Denn du bist der Vogel. Des Sturmes der Freiheit. Bei Mädchen fängt die Pubertät mit 10 oder 12 an, oder 30, 40 Jahren. Bei Jungs mit 12 und 13. Das ist eine sehr schlimme Zeit. Es ist die Zeit der Entbehrungen und Hautunreinheiten. Meine Pickel machen sich auf dem ganzen Kopf, sogar in den Haaren, auf den Schultern, Brust, Rücken, dem ganzen Oberkörper, teilweise auch am Sack breit. Es sind hohe Knubbel, zunächst Hautfarben. Wenn ich daran rumdrücke, werden sie schnell rot bis bläulich. Violett, innen ist dicker Eiter. Ich habe sogar welche, die sind so groß wie Hühnereier. Das ist Seite 61, die ich jetzt lese. Hey! Es entstellt mich. Dazwischen leben viele, viele Mitesser. Die sind klein und entweder schon schwarz oder noch frisch. Ich gehe zum ersten Mal zu einem Arzt in meinem ganzen Leben. Peter, etwas verlogener spielen. Verlogener! Jetzt, wo ich beim Arzt war, blüht meine Akne erst richtig auf. Er hat mir eine Salbe zum Auftragen gegeben. Die Pickel werden hart und schmerzen fürchterlich, meine sehr verehrten Freundinnen und Freunde hier. Oh, jetzt habe ich mich verspiegelt. Mit den Fingernägeln, manchmal sogar mit Hilfsmitteln wie Stecknadeln oder Ähnlichem, quetsche ich die Dinge aus. Das geht so jahrelang, mindestens 10 Jahre. Mädchen bekommen Hauttaschen am Hals, die sich mit den Jahren mit Speck füllen. Und Jungs bekommen einen riesigen, faltigen, großen Sack mit Eier. Und das ist nicht schön, man weiß jetzt gar nicht, wie man sich hinsetzen soll. Immer sitzt man da drauf, das tut weh, das kneift vielleicht. Und bis man sich daran gewöhnt hat, vergehen manchmal 30, 40, 50 Jahre und dann muss er auch schon ab. Das ist gar nicht gut. Das prangere ich an. Ich lese weiter. Ach so, ich habe vergessen, laut zu lesen.
Ja. Och. Also mir fällt da eine Geschichte ein, als ich mit dem Auto unterwegs war. Der Tropf quälte sich in der Vene einen ab. Der Kommissar hatte Venen aus Stahl. Es verflogen seine Gedanken und er fand sich auf dem Operationstisch wieder. Sie nähten gerade seine Handflächen zu. Der Kommissar ließ es geschehen und bedankte sich anschließend bei dem Ärzteteam. Danke, Ärzte, auf Wiedersehen. Zum Schluss kann ich noch sagen, ich kann Ihnen dieses Buch nicht empfehlen. Hier steht's. Warum nicht? Dieses Buch behalte ich selbst, es gibt andere zu kaufen. Dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Baby, Baby, dein ewiges Nein geht mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen und wisch den Tisch ab. Baby, Baby, dein ewiges Nein muss nicht sein. Nimm schon den Lappen, ich hab ihn dir gekauft, der ist kariert. Deine Lieblingsfarbe kariert. Ich habe gestern Nacht einen Kringel gemacht mit dem Bierglas beim Fernsehgucken. Baby, Baby, dein ewiges Nein gib mir auf den Sack, du Sau. Nimm schon den Lappen, ich habe dir mit Liebe gekauft. Baby, 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 nein, muss nicht sein. Sag ja zum Leben, nimm den Lappen und wisch den Tisch ein. Ich kann es doch nicht, ich bin nur ein Mann, der nicht richtig sitzen kann. Oh, 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 ich seh doch gern die Sendung mit den vielen die Sendung mit den vielen Tieren. Das hier ist ein Lama, dessen Spucke für die Menschen tödlich ist. Das ist ein Gorilla, dessen Händedruck für den Menschen tödlich ist. Und nun noch eine Abbildung von unserem Schlagzeuger, dessen Anblick für den Menschen langweilig ist. Es ist ein junger Künstler, ein Mensch, der sehr hart gearbeitet hat, um da zu sein, wo er jetzt ist er ein Star, ein Superstar, er ist der Mann, der anspruchsvolle Texte, unbequeme Texte macht, eine Kultfigur, über den die Presse jubelt. Wir begrüßen heute Abend bei uns Helge Schneider. Herein, wenn es kein Schneider ist, Helge! Und hier ist der Mann, Helge Schneider. Hier ist der Mann, auf den alle warten, Helge Schneider! Ja, hier bin ich.
Vielleicht schauen Sie direkt in die Kamera, wenn ich Ihnen behilflich sein darf. Ja, genau, da bin ich. Frau Ruge. Schön, jetzt sehen Sie mich, gell? Ich hatte übrigens eben beim Anschauen dieses kleinen Einspielers eine kleine Sorge mit Verlaub. Sagen Sie, haben Sie einen guten Zahnarzt? Ja, Zahnärztin. Wieso? Nee, ich habe ein bisschen schiefe Zähne, aber ist normal. Ich habe früher meine Klammer nicht getragen. Aber Ihren Titelsong, Fitze, Fitze, Fatze, den kann man auch ohne Zähne singen. Wie sind Sie auf die geniale Titelzeile gekommen? Hier bin ich, bitte. Ja, gerade aufschauen. Ja, ich war im Sommer ein bisschen spazieren im Regen, also Nieselregen. Und dann habe ich die Regentropfen gesehen und hab vor mich hingesungen. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze. Und ich hatte auch Probleme so ein bisschen. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze. Und das hat sich dann alles in dieser Titelzeile kulminiert. Was aber gar nicht so schlecht ist, Herr Schneider, vielleicht können Sie mir trotzdem folgen. Wir haben gerade herausgefunden, dass Sie, wenn dieser Titelsong gespielt wird, pro angefangene halbe Minute 100 Mark bekommen. Sind Sie damit zufrieden, allein für die Textproduktion? Ist das wahr? Ja. Also ist mir nicht bewusst, 100 Mark, ja, ist schön, ne? Halbe Minute, immer. Das sind in einer Stunde... Das ist jetzt ein bisschen hoch, ne? Das jetzt ja. Alles auszurechnen. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze. Und die Zahlen... Es fällt Ihnen manchmal schwer, sich ein bisschen zu konzentrieren, nicht wahr? Ich komme hier wirklich mit der Technik nicht klar. Ja. Hier gibt es mehrere Mikrofone und so, aber egal. Wenn so vorherige... Tschüss. Hat hier an das... Denn mit Technik war in Ordnung. Und hat der Name an weiter geschrieben. Ah, da drüber hinweg. Scheint mit dem Mikrofon zu sein. Dem Zusammenhang weiß man nicht die einzelnen Worte. Dem Zusammenhang gerissen, wenn so ein Satz. Jetzt hin. Ah. So. Ah, jetzt geht's wieder. Scheint wieder zu gehen. War gerade kaputt. Mikrofon kaputt. Schon oft gehabt. Und es gehört wahrscheinlich mit zu meinem Leben. Helge, du hast nicht nur hervorragende Kritiken in Zeitungen, in großen Zeitungen wie der Westdeutschen Allgemeinen. Ja. Auch die Boulevardpresse Zeit und Spiegel feiert dich. Du selbst nennst dich die singende Herrentorte aus dem Ruhrgebiet. Möchtest du den Menschen in dieser Zeit eigentlich mit deinen Liedern auch ein Stück weit Betroffenheit vermitteln? Ich habe bereits als kleiner Junge angefangen mit Musik und wenn ich später mal als alter Mann dastehen will, kann ich zurückgucken und sagen, Helge! Entschuldigung. Das war der Kühlschrank, ja. Ach so. Kennt ihr euch eigentlich, das ist Feuerstein? Ja. Ja. Vielleicht wollt ihr euch ja mal umarmen für die Presse? Ja. Danke. Okay, jetzt wieder trotzdem. Wenn ich also alt bin, kann ich auf eine lange Zeit zurückgucken und kann sagen, ich habe als kleiner Junge schon mit Musik angefangen. Hm? Helge, nun zu dir. Die Presse schreibt über dich, Helge Schneider verbessert die Welt, aus der wir kommen und an der wir am liebsten gar nicht erinnert werden wollen, ausgerechnet aus der muffigen Sphäre des Schlagers heraus, vor der wir einst in die Politik geflüchtet sind. Er wiederholt all die falschen Metaphern der Wunscherfüllungsindustrie, ihre grausamen Lügen der Nächstenliebe, denen unsere Eltern auf den Leim gegangen sind. Das sind Texte, die zunächst einmal wehtun. Sie machen betroffen? Ja. Aber ich habe jetzt nicht zugehört. Du sagst in einem deiner Lieder, Helge, ist das eigentlich dein richtiger Name, Helge Schneider? Du sagst in einem deiner Lieder, die schlimmste Zeit des Menschen ist die der Pubertät.
Die zweitschlimmste Zeit des Menschen ist die danach. Ist da ein Stück weit eigene Verwundbarkeit von dir spürbar hinter solchen Texten? Ich glaube schon, dass ich da mich selbst als Vorbild auch hineingebracht habe. Wir sind ja alle in diesem Problem involviert. Ja. Ich glaube, das war ein gutes Wort hier. Das war sehr schön. Man weiß sehr wenig über dich. Ist das ein Stück weit Abrechnung mit einer Leistungsgesellschaft, die immer unmenschlicher wird, Helge? Ich muss jetzt lachen. Ja. Aber ich habe das nicht verstanden. Helge, du hast uns einen Titel mitgebracht. Das tun viele. Ja. Du wirst ihn allerdings auch singen. Ja, und das ist, glaube ich, eine Neuheit. Ja. Und ich habe einen Titel mitgebracht, den ich selber singe. Ja. Für uns ein kleines Ständchen auf dem Klavier spielen? Wenn hier ein Klavier wäre, wir lassen würde ich gerade eins nicht machen. Hier ist ja kein. Könntest du dem Kollegen mal helfen? Was? Es ist schwer, hilf ihm, dass wir mal reinziehen. Hau ruck. Hau ruck. Und hau ruck. Wenn man helfen kann, ja, dann das. Da soll man auch helfen. Ja. Danke schön. Du musst singen. Ich muss singen, ne? Du, ja. Geh mal machen, ne? So brauche ich es. Okay. Hier ist es. Helge Schneider. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige, intelligente Katze froh. Willst du eine saubere Katze haben, musst du im Geschäft nach Katzenklo fragen. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Peter, auch mitsingen. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze. Macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Eine Katze will immer zu essen, eine Katze will immer zu fressen. Ich gebe ihr was zu fressen, sie bezahlt nichts dafür. Und das ist gut. Die Katze frisst mir die Haare vom Kopf. Eine Katze frisst den ganzen Tag. Damit es ihr gut geht, muss sie fressen. Ich stelle ihr was hin. Sie isst das auch. Und alle Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze. Macht die Katze. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze. Du bist ja ein Musiker, du kannst so viele Instrumente wie Prince. Ja. Du bist ja richtig gut. Kann sein, ich weiß nicht, Prince kann auch sehr viele Instrumente. Das weiß ich. Er hat auch viele gekauft. Ich habe auch viele Instrumente gekauft. Aber die Frage habe ich schon vergessen wieder. Thank you.
immer dasselbe. Ich habe aber kein Abitur, sonst wäre ich ja auch kein Musiker geworden, wahrscheinlich. Yeah.
das war das Lied Out of New Orleans. Und sind auch für uns Erinnerungen an bestimmte Zeiten vielleicht, an erlebte, schöne Sachen, schlimme Sachen, aber meistens schöne Sachen. Vielleicht sind sie auch sehr junge Leute heute hier und auch ältere. Und aber alle kennen das Lied als House of New Orleans Lied. Und sagen wir mal, manche sind vielleicht von ihren Eltern bei dieser Musik gefickelt worden. Auf dem Wickeltisch. Oder in dem Bett der Großmutter heimlich das erste Mal gefickt. Oder gefickt worden. Je nachdem, ob man oben oder unten sein musste. Und, oder auch, sagen wir mal, im Alter kann man das Lied gut gebrauchen als Erinnerung, nämlich an früher, wie man von den Eltern das erste Mal gefickelt wurde. Da, 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 la, 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 na, na. Ich versuche so den Leuten Jazz näher zu bringen. So, dann wollen wir mal zusammen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. La, 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 la. Klasse. Weiter, weiter. Na, 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 na. Ja. Klasse. Da ist schon mal ein Riesenapplaus für euch selber. Eben kurz. La 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 la. Wer hat sich denn da so ein Gerüst mitgebracht? Na 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 na. La 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 la. Ist ganz nass da, wo die Steckdosen sind. Na 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 na. Hier liegt ein blutiger Ohrenstöpsel. La 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 la. La la la. Ist wirklich wahr. La la la. Danke. Wollen wir jetzt ein Liedchen gemeinsam singen, vielleicht erstmal. Kinder, vielleicht klappert die Mühle am Rauschen im Bach, Kinder, ja? Kommt eine Stelle vor, die geht so. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. So, wollen wir mal, ja? Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. So, vielleicht noch ein anderes Lied. War ja ein bisschen kurz, habt ihr auch super mitgesungen hier. Vielleicht auch die Daheimgebliebenen vor den Fernsehapparaten haben auch schon einmal mitgesungen. Vielleicht noch ein anderes Lied, Vogelhochzeit, kennt ihr vielleicht auch Vogelhochzeit. Habt ihr schon mal gehört, Vogelhochzeit, zu Hause oder Kindergarten, aus dem Kindergarten her noch. Kennt ihr noch Vogelhochzeit? Okay. Vogelhochzeit auch, Peter? Peter auch. Aha! So, also, Vogel will Hochzeit feiern im grünen Wald und dann müsst ihr singen Fideralala, Fideralala, Fideralala. Ist ganz einfach. Fideralala, Fideralala, Fideralala. Erstmal mit zweimal la, dann nochmal zweimal la, nachher viermal la, zusammen achtmal la. Achtmal la, also Fideralala, Fideralala, Fideralala. Erstmal zweimal la, dann nochmal, wie gesagt, achtmal la durch drei geht nicht, also ist das in zwei, drei verschiedene Abteilungen. Bitte, was gibt's denn da zu lachen? So, wir wollen anfangen.
Ein Vogel, Entschuldigung, ich habe mich direkt vertan, excuse me. Ein Vogel kann wohl schlecht Hochzeitfeier, müssen ja zwei Vögel sein. Sonst geht ein Vogel ganz allein in die Kirche, der Pastor sagt, hau ab, du Arsch, und tritt den Vogel. Oh, den Vogel macht aber nichts aus, denn er kann ja fliegen, nicht wahr, Peter? Kleine Schlagzeugsolo, ganz schnell, das reicht. So, zwei Vögel wollten Hochzeit feiern, in dem grünen Wald, jetzt ihr. Super, super mitgesungen. Der Adler, ne, Adler nicht, der Geier, der kommt mit seinem Freund, dem Reiher. Viele. Der ist Pest, dem ist vom Hochzeitkuchen schlecht. Die Amsel, die ist die Kalt-Mahamsel. Der Truthahn, der kommt mit der Eisenbahn. Die Alaska-Schneegans, die hat den längsten Weg. Was haben wir noch für einen Vogel? Habt ihr vielleicht noch? Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was für einen Vogel habt, ja. Was? Eichhörnchen ist kein Vogel. Was? Albatros, sehr gut. Albatros hat voll Ahnung. Der Albatros, der kommt ganz fürstlich hoch zu Ross. Wieder an. Komm, nur ein Vogel, dann müssen wir Schluss machen. Eichelherr, schwer, sehr schwer. Gut, ich versuch's mal. Der Eichelherr, er ist vom Hochzeitskleid der zweite näher. Wieder. Komm, noch ein Vogel. Bitte. Ach, Moorhuhn, sowas Einfallsloses. Arschloch. Wen nehmen wir, was für ein Vogel? Ich höre Möse. Achso, Brokkoli. Kein Huhn. Hallo? Bist da jemand? Tukan? Tukan ist gut. Der Tukan. Fiederalala. Und Schluss. Wenn ich dich nicht halten kann, dann bleib ich nicht bei dir. Gehst du trotzdem weg von mir, dann komme ich nicht mit. Entscheide doch nicht ohne mich, warum wir uns verstehen. Ich will mit dir durch das Leben gehen. Halt mich fest, ich bin allein. Warum ist alles so grau? Der Himmel ist mit dunklen Wolken verhangen, seitdem du fortgegangen bist. Komm zurück.
Gegen den Strom. Gegen den Strom. Yeah. Das ist doch Wahnsinn. Es ist doch Wahnsinn. Es hat keinen Sinn. La 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 la. Oh, weiter bin ich noch nicht gekommen. Ruhe jetzt! Was soll der Krach? Mich einmal nicht beherrscht und schon wird geklatscht. Dankeschön. Ich kann nicht mehr. Schade, dass der Abend schon so früh zu Ende geht. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Was ein wunderbares Publikum. War nur ein Spaß gewesen. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ich hätte gern ein Viertelpfund Fleischwurst, aber von Gurke. Das gibt es nicht. Wie verstehen Sie sich? Wie Fleischwurst von einer Gurke? Ja, ich bin Vegetarier. Ich möchte gerne kein Tier. Ach so, dann nehmen Sie doch was anderes. Was denn? Ja, Tofu, beispielsweise Tofu. Dann Tofu. Ein Tofu. Hier ist der Tofu. Da. Danke. Tschüss. Hey, 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 hey. Freundchen. Wie ist denn mit der Bezahlung? Aha. Entschuldigung, habe ich vergessen. Na, da hat die Geschichte aber noch einen guten Abschluss gekriegt. Na, setzt ihr euch gleich wieder in eure silbernen oder schwarzen Autos? Wegen dem Wiederverkaufswert? Nein, wir sind hier nicht fertig. Du musst jetzt irgendwie nett Tschüss sagen. Ja, ich auch. Ich nutze die Gelegenheit, um noch einmal hier so zu sitzen. Vielleicht, wenn Fotos gemacht werden wollen, bitteschön. Vielleicht auch von meiner Kollegin. Bitte. Du bist so nett, danke schön. Vielleicht einmal nur gucken. Da ist ein Guck, Foto bei mir gemacht worden. Ja, jetzt sind alle Kameras kaputt, weil das darf man nicht. Das habe ich gelesen. Ja, wir warten eigentlich nur noch auf den Schluss der Sendung, ja. Aber jede Minute, die wir hier länger sitzen, umso mehr verdienen wir und das nutzen wir natürlich aus. Das ist eine schöne Sache. Ich würde gerne noch ein Wort sagen, was ich im Fernsehen noch nie gesagt habe. Nicht schon wieder. Haufen. Sagenhaft, sagenhaft. Entschuldigung, aber... Sagenhaft. Ich könnte mich kaputt lachen. Das ist jetzt für mich selber auch eine Art Geburtstagsgeschenk. Weil ich hatte vor 2 Monaten Geburtstag und das muss auch belohnt werden. Ja. So. Es tat manchmal ein bisschen weh. Aber Herr Professor Schneider ist, obwohl er kein Abitur hat, eine hervorragende Koryphäe in Art. Die Schraube am Hals macht mir noch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich bin Professor Schneider, ist ganz hervorragender Professor. Und es
muss doch mal wiederholen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.